Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wir werden da jetzt kein direktes Unboxing machen, ich mache einfach ein Video erstmal über das Produkt an sich, mit Unboxing, Hardware, also angucken, und danach nochmal ein Video zum Einrichten und Testen und dann natürlich nach einer Weile benutzen mein Fazitvideo. Worum geht es diesmal? Wie ihr in der Titelbeschreibung schon gelesen habt, über die Gosund, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gosund WLAN-Steckdose bzw. Alexa-Steckdosen. Naja, Alexa ist jetzt aber auch nicht mehr so richtig. Die kannst du halt mit Alexa, mit Google Assistants und sogar mit Siri schon steuern. Hier haben wir dann auch noch einen QR-Code, kommen wir gleich dazu. Das sind echt geile Teile. Das weiß ich, weil ich mich darüber schon über ein Jahr belesen habe und die seit über einem Jahr auch in meiner persönlichen Wunschliste habe. Und ich die auch irgendwann mal holen wollte für die PC-Ecke. Weil ich habe da eine Steckdose, die ist Oberputz, also auf dem Putz drauf, und ist ein Zweier, und da ist der Steg ziemlich dünn zwischen den beiden Steckern, also bis zwischen den zwei Steckdosen. Und da passt eine normale Alexa-Fernbedienung Steckdose nicht hin, weil der Platz ist nicht da. Und das sind die kleinsten Alexa bzw. Siri bzw. Google Assistant Steckdosen der Welt, so wie ich gelesen habe. Wir werden uns die gleich im Detail angucken. Wir werden auch im Hardware-Video, wenn wir sie auch anstöpseln, da muss ich mir noch ein Verlängerungskabel holen, damit wir das alles machen können, damit wir das hier auf den Tisch machen können. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich kenne die jetzt nur vom Bild, ich habe die auch noch nicht ausgepackt. Und zwar sind es die. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, weil ich die gratis fürs Video zur Verfügung gestellt gekriegt habe und für einen Langzeittest, dass ich es halt testen kann, wenn ich das nächste Mal dann ein Video mache über meine Wohnung oder Wohnzimmer, wo ich was mit A-Punkt gekoppelt habe, dann werden die garantiert mit bei sein, weil die kommen in die PC-Ecke. Da ist der QR-Code für die App. Ja, dann haben wir hier nur Bilder drauf und dann nochmal eine Beschreibung, was sie können. In Englisch. Und Deutsch. Ah, ein Tipp ist das dann. Das ist ein Tipp. Ich habe meine Lesebrille jetzt nicht bei. Und dann gucken wir uns die mal an. Ja, Tiger ist wieder kamerageil. So. Und dann packen wir die jetzt einfach mal aus. Ist ja gut, Digga. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja. Oh, die sehen in Real so ja noch geiler aus als auf den Bildern. Die sind jetzt hier so drinne. Ich zoome euch mal ein Stück ran. Mehr sind es nicht. Die sind wirklich verdammt klein. Ich finde, ach, die haben auch, die leuchten auch. Ja, stimmt, da war ja was mit LED. 2500 Watt, Gosund. Die haben auch einen kleinen Schalter hier an der Seite, hier steht auch Gosund drauf. Die sind wirklich verdammt klein. Boah, das ist heftig. Also das ist heftig. Also so klein hätte ich es jetzt nicht gedacht. Das ist schon krasser Scheiß. Wenn man die, weil ich kenne jetzt nur die anderen, die werden wir nachher im nächsten Video, wenn wir die mal miteinander vergleichen, dann zeige ich euch mal die Größenunterschiede. Also das ist heftig. Könnt ihr mal sehen, das ist hier ist dann LED, da leuchtet das dann. Ist wirklich nur ganz dünn. Hier haben wir dann halt, steht Gosund drauf. Da könnt ihr das lesen, Gosund. Und hier haben wir dann einen ganz kleinen An- und Ausknopf, wo wir sie an- und ausmachen können, beziehungsweise auch resetten können. Wenn es so wie bei den anderen ist, 5 Sekunden hier drückt halten, dann blinkt denn hier oben, das erkläre ich euch alles im nächsten Video. Zur App mache ich wahrscheinlich auch nochmal separat später ein Video. Und dann haben wir hier den Stecker.
Also toll. Bin ich ehrlich begeistert. Muss ich mal so sagen. Ja, das Video wird jetzt auch nicht lang sein, weil was soll man sagen? Wir haben es ausgepackt jetzt. Wir haben uns eine angeguckt. Die ist wirklich verdammt klein. Habt ihr gesehen? Ich bin mal gespannt. Wir werden das gleich im nächsten Video, werden wir die Hardware machen. Ach, da ist so ein Symbol drauf. Sehe ich jetzt erst. So ein Ein- und Ausschaltsymbol. Tickerchen ist gut. Ja, du willst auf deinen Stuhl, ich weiß. Und noch vorab, auf der Rückseite ist dann noch ein Haussymbol, CE, eine Mülltonne und dann halt das für Strom, also diesen Kreis mit diesen Linien unten drunter. Ich habe jetzt diese Gosund. Ich habe die Gosund, die was größer sind. Ich habe Meros, ich habe die Volo, noch ein paar andere im Hausgebrauch. Und weil viele sagen immer, ja, das kommt ja aus China und wegen Strom und das ist ja nicht so sicher und so. Ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, dass da irgendwie Überspannung war oder nicht richtig geschirmt oder irgendwas. Also von der Qualität sind die schon gut gewesen bis jetzt. Ja, bis jetzt würde ich sagen, also ich bin jetzt auch kein Elektriker, aber ich kann nur sagen, bis jetzt in der ganzen Zeit, wo ich A-Punkt, ich kann das Wort nicht sagen, weil sonst springt es bei euch an und bei mir, benutze und egal, ob ich jetzt sowas nutze oder ja, ein LED-Streifen, der über A-Punkt gesteuert werden kann oder eine Steckdosenleiste, die über A-Punkt gesteuert werden kann, habe ich bis jetzt noch nichts Negatives gehabt, dass ich irgendwie ein Gerät kaputt gegangen ist, Überspannung durchgefeuert, dass das Gerät kaputt gegangen ist oder irgendwas dergleichen. Also da muss ich sagen, bis jetzt bin ich davon verschont geblieben und so wie ich gelesen habe, viele, viele andere auch, weil viele mal rummeckern, ja, China-Produkt, Billigprodukt und so, kann man jetzt so nicht verallgemeinern. Es gibt auch, was kann man da sagen, guckt euch mal Huawei oder Xiaomi an. Ja, das sind auch China-Produkte, die machen auch sowas und die haben auch eine hohe Qualität. Die Xiaomi-Roboter zum Beispiel, den ich ja auch habe, den S6, zählen mit ein, sind in der obersten Klasse bei den Spitzenrobotern, also bei den Saugrobotern mit bei. Also von daher kann ich das jetzt nicht so direkt wiedergeben. Boah, geil. Ich freue mich auf Testen. Wir werden das jetzt gleich testen. Wir werden auch mehrere einrichten. Ich werde mir dann extra eine Verlängerungssteckdose holen und dann gucken wir mal, wie die nebeneinander passen und alle drum und dran. Ich bin da jetzt in freudiger Erwartung. Aber erstmal nur Akku wechseln. Ich hoffe, hat euch gefallen. War jetzt halt, wie gesagt, nicht viel, weil wir können da auch nicht viel auspacken. Es sind halt vier Dinger drin und dann irgendwo unten wahrscheinlich noch eine Anleitung, die ich jetzt nicht sehe. Und eingestellt wird das ja alles über die App. Oder die haben es, die Anleitung, nee, ist gar keine Anleitung mit bei, braucht man ja auch nicht. Ist ja, steht an der Seite hier wegen der App und so. Und spart Verpackungsmüll. Also ist wirklich jetzt nur Pappe außen, innen drin Pappe, wo sie halt drin sind, dass sie nicht durcheinander fallen und zu. Also gut für die Umwelt, würde ich sagen. Dass nicht so viel Pappe verbraucht wird. Ich würde mich jetzt verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Unter anderem gibt es das hier im Internet. Ja, dich habe ich jetzt nicht gemeint. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.